Namaste, Eugene and Team Luftikus in Germany. Merry Christmas and Happy New Year from Nepal. We are in Nepal now. This year, COVID makes us not to see each other, but still our love is together. And the children here in Nepal are still remembering you and the group who used to come every year. Hope next year we will make it. But for this year, we all would like to say Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Mega schön, dass ihr heute Abend alle eingeschaltet habt. Ich hoffe natürlich, oder dass ihr im Vorfeld schon viel gespendet habt für unser Schulprojekt in Nepal. Es gibt ja echt richtig coole Sachen zu gewinnen, unter anderem die verschiedenen Reisen von unserer Seite aus mit Fortbildungsseminaren, wie auch tolle Skywalk-Preise. Und ihr könnt natürlich bis einschließlich noch 2 Tage noch weiter spenden und dann gibt es noch eine Verlosung für die Preise. Ich wünsche euch jetzt mega viel Spaß heute Abend mit dem ersten Teil von unserer Veranstaltung How to Become a Luftikus. Hi, ich bin Steffi und Anfang dieses Jahres war ich noch Fußgängerin. Ich hatte am Anfang diesen Entschluss genommen, ich brauche ein neues Hobby. Und das Hobby sollte auf jeden Fall mich dazu bringen, vom Homeoffice ein bisschen in die Natur zu kommen und mich auch mal irgendwie aus meinem eigenen Schlafzimmer, das gleichzeitig auch mein Homeoffice war, so ein bisschen rauszubringen. Dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du machen? Ich habe Angst vor Bällen, ich hasse es zu laufen. Und dann dachte ich, okay, irgendwie ein bisschen Action sollte auch mit dabei sein und so bin ich dann aufs Gleitschirmfliegen gekommen. Anfang dieses Jahres dachte ich auch noch, okay, ich brauche ein paar neue Leute aus Stuttgart und Umgebung, die ich kennenlerne. Und dann habe ich mich bei Luftikus angemeldet, habe zuerst einen Schnupperkurs gemacht und habe dann mit der Ausbildung gestartet. Und bin jetzt inzwischen ausgebildete Pilotin, habe meinen A-Schein gemacht, bin gerade am B-Schein dran. Und bin auch nicht mehr alleine unterwegs, sondern jetzt sind wir eine Gruppe geworden und sind die ganze Zeit zusammen unterwegs. Lukas, wir sind ein Pärchen und haben zusammen das Abenteuer Gleitschirm angefangen. Das Ganze hat angefangen, indem ich einen Schnupperkurs zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und vor einem Jahr haben wir dann bei Luftikus den gemacht. Das war in Hausen an der Lauche, das ist ein tolles kleines Übungshängchen. Da haben wir dann unsere ersten Erfahrungen mit dem Gleitschirm gemacht, haben mal gucken können, ist das was für uns, taugt es uns? Und fühlen wir uns da überhaupt wohl damit? Und das hat uns total angefixt und darauf haben wir dann beschlossen, wir möchten unbedingt den Gleitschirmschein machen. Dann war der Grundkurs, da hat man dann langsam angefangen, hat mal den Schirm aufgezogen, hat ihn über sich stabilisiert und als das dann funktioniert hat, ist man dann Stück für Stück den Berg mal hochgegangen, hat dann auch schon den ersten Hupfer, so ein kleines Flügchen gemacht. Das war damals wahnsinnig toll. In der Mitte von unserem Grundkurs, also zwischen dem ersten und zweiten Block am Wochenende, haben wir uns dann auch schon unseren Schirm gekauft und waren dann fleißig am Groundhandeln.
1 ging es dann weiter mit unserer Höhlenschulung, das ist in Greifenburg in Kärnten. Da ging es dann zweimal eine Woche hin. Greifenburg, das ist ein wahnsinnig schönes Fluggebiet. Da ist ein Campingplatz nebendran und ein Badesee. Wir sind dann immer mit dem Bus hochgefahren, mit so einem kleinen Shuttlebusle und standen dann auch das erste Mal oben am Flugplatz, waren total aufgeregt und haben unseren ersten Flug gemacht. Jeden Teil, den man gemacht hat, eine Anweisung bekommen. Und diese Anweisungen, die wurden dann von Flug zu Flug weniger, kam dann immer mehr rein, hat die Starts und die Landungen eigenständig machen können, konnte auch die Manöver eigenständig machen und wurde dann einfach komplett sicher, sodass man dann seine Prüfungen auch selber ablegen konnte. Erlebnis wurde dann eigentlich noch abgerundet von dem Nachmittagsprogramm. Wir hatten eine Tischtennisplatte, es gab abends mal einen Abend, wo man zusammen gegrillt hat. Bei schlechtem Wetter waren wir Wildwasser-Rafting, wir waren auch immer zusammen Abendessen. Aus dem Ganzen hat sich dann auch wirklich eine tolle Gruppe entwickelt, mit der man noch viel machen kann. Und ihr merkt, wir kommen ins Schwärmen. Und deswegen erzählen euch jetzt die anderen ein bisschen davon, was man machen kann nach der Höhlenschulung. Ja, hi, ich bin der Sascha. Als ich den A-Schein endlich bekommen habe, wollte ich natürlich am liebsten jeden Tag fliegen gehen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Arbeit, mit den normalen Arbeitszeiten. Aber ich hatte das Glück, dass ich viel auch Homeoffice machen konnte. War deshalb auch öfter bei mir in der Heimat, an der Mosel. Da komme ich von einem kleinen Ort in der Nähe von Blankenese-Kues. Das liegt zwischen Trier und Koblenz. Und die Gegend ist wirklich wunderschön, vor allem wegen der vielen Weinberge. Und was natürlich auch super ist, es gibt auch einige Startplätze direkt bei mir in der Umgebung. Da habe ich die Chance genutzt, einfach in der Mittagspause die ein bisschen zu verlängern, auf den Startplatz hochzufahren und schon ein paar Flüge zu machen. Was natürlich auch immer schön ist, am Wochenende fliegen zu gehen oder auch sich mal einen Tag frei zu nehmen, um einfach ein verlängertes Wochenende zu machen. Zum Beispiel habe ich auch die ganze Gruppe zu mir nach Hause eingeladen. Ja, da kamen alle wieder vorbei, da haben wir als Gruppe wieder zusammengefunden nach der Höhenschulung, sind zum ersten Mal zusammen wieder fliegen gegangen, haben wir verschiedene Startplätze ausprobiert, haben schöne Flüge hingelegt. Uns natürlich auch die Umgebung angeschaut, auch das eine oder andere Glas Wein zusammengetrunken und einfach zusammen viel Spaß gehabt.
Eine Reise war nach Bayerisch-Zell. Da sind wir als Flugschulgruppe oder als ehemalige Flugschüler gemeinsam hingegangen. Wir hatten während der Höherschulung die Bea und den Klaus kennengelernt, die in Bayerisch-Zell leben. Dann haben wir uns vereinbart, dass wir da die zweimal am Wochenende besuchen. Da hatten wir zwei wunderschöne Flugtage. Der erste Flugtag war in Kösten. Es war für manche sogar der erste Flug nach bestandener Prüfung, der erste Alleinflug also, aber war ein tolles Fluggebiet, toll für Anfänger, den Erstflug zu absolvieren, echt schön. Wir hatten auch super Glück mit dem Wetter. Und am zweiten Tag haben wir noch einen kleinen Hike-and-Fly-Flug gemacht. Schöne Abgleite, um das Wochenende ausklingen zu lassen. Hi, ich bin Arthur. Erste Berührung mit dem Gleitschirmfliegen hatte ich durch einen Freund. Wir sind zusammen an den Hang gegangen und hatten da unsere ersten Hüpfer. Seitdem bin ich ziemlich vom Gleitschirmfliegen infiziert. Ich hatte immer die Befürchtung, dass Gleitschirmfliegen kompliziert und schwierig ist. Ist es aber gar nicht. Es ist viel leichter als gedacht. Besonders hatte ich Angst vor den ganzen Leinen und die damit verbundene Knotengefahr. Inzwischen bin ich selbstständiger Pilot und mache schon ganz schön coole Streckenflüge. Beim Fliegen selbst hat die Höhe die höchste Priorität. Alles andere im Leben vergisst man. Das Problem ist nur, Sekunde für Sekunde verliert man an Höhe. Schafft man es nicht durch richtige Entscheidungen und effektives Fliegen möglichst viel Höhe zu gewinnen, steht man sofort wieder am Boden. Der Reiz am Fliegen für mich liegt darin, möglichst lange Streckenflüge hinzulegen. Hat man einen langen Streckenflug geschafft, ist dieser Flug die sofortige Bestätigung, dass man eine Menge richtiger Entscheidungen getroffen hat. Ja, servus, ich bin die Ella. Ich habe auch mit den anderen zusammen meinen A-Schein im August gemacht und bei mir geht es hauptsächlich seitdem um Hike and Fly. Auch deshalb, weil Gleitschirmsport für mich nicht nur als alleinstehende Sportart quasi da ist, sondern sich einfach auch gut einfügt in meine sonstigen Sachen, die ich so mache. Ich gehe schon eigentlich mein Leben lang gerne in die Berge, ich mache Hochtouren, Klettertouren, ich gehe wahnsinnig gerne auf Skitouren. Und da ist Gleitschirmfliegen für mich jetzt halt auch so eine optimale Abstiegshilfe geworden. Das ist natürlich wahnsinnig praktisch. Dazu kommt noch erschwerend, ich habe auch so ein bisschen Angst vor Bergbahnen. Also ich muss überall hochlaufen. Jetzt schon wahnsinnig viele Fluggebiete auch schon ausprobiert. Ich war schon im Lechtal mehrere Tage, wo ich dann auch eine 3-Tages-Tour gemacht habe mit dem Wandern und mit dem Fliegen. Ich habe jetzt auch schon einmal zumindest versucht, Ski and Fly zu machen, also im Winter dann auch zu fliegen und dann einfach jetzt im Moment leider noch größtenteils Abgleiter hinterher zu machen. Irgendwann ist später dann natürlich auch das Ziel, einen Berg hoch zu laufen und dann auch, so wie der Arthur schon gesagt hat, tolle Langstreckenflüge von da aus auch zu machen. Der besondere Anreiz ist halt für mich einfach, dass ich dadurch, dass ich mich halt so wahnsinnig frei und vielfältig in den Bergen mit dem Gleitschirm bewegen kann, so das maximale Erlebnis
in der Natur und den Bergen für mich gefunden habe. Einfach diese Verbindung zwischen, ich laufe irgendwo hoch, ich kann noch weiter fliegen, ich kann noch weitere Gebiete erschließen zusammen mit dem Gleitschirm, ist für mich einfach so das Optimum, was man so rausholen kann aus meinem sowieso, aus meiner Liebe zu den Bergen. Natürlich auch, vor allem nächstes Jahr haben wir auch noch viele Pläne zusammen. Wir machen nächstes Jahr auf jeden Fall, glaube ich, alle unseren B-Schein noch, damit wir natürlich auch auf Langstreckenflüge gehen können. Viele von uns machen noch das Thermik-Seminar und auch noch ganz wichtig ein Sicherheitstraining, dass wir da bei allen gut abgesichert sind. Ich werde zum Beispiel auch in die Berge ziehen, bilde dann für uns alle so ein bisschen die neue Homebase für unsere zukünftigen Hike-and-Fly-Touren. Und ich glaube, da hat jeder nochmal so ein bisschen seine eigenen Ziele. Arthur wahrscheinlich viele Langstreckenflüge, Hauptsache hoch und weit. Ich vielleicht irgendwann mal ein Hike-and-Fly-Rennen. Genau. Und wir haben uns gefreut, dass wir euch so ein bisschen zeigen durften, was wir alles so mit unserem Schein anfangen. Und hoffen, dass jeder genauso viel Spaß dran hat, wie wir es haben. Gekühlt da unten! Skülle! Schön weiterlaufen! Nicht stehen bleiben! Lauf, 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 lauf! Schade! Okay. Läuft hier schon mal, muss ich mir kurz umstellen. Setze mich hier auch mal kurz noch dazu. Ja, erstmal Servus Markus. Mega Servus, cool, Michael, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du die Nepal-Spendenaktion und unsere Weihnachtsfeier mit unterstützt. Ja, gerne. Und im Filmbeitrag How to Become a Luftikus konnte man sicher richtig einigermaßen sich zurücksetzen in seine Ausbildungszeit. Und bevor du Luftikus-Teampilot und Profi-Gleitschirmflieger wurdest, gab es sicherlich ja eine Zeit in deiner Ausbildung. Und was war für dich der Auslöser, damit du mit dem Fliegen überhaupt begonnen hast? Ja, eigentlich war der Auslöser relativ klar. Ich habe nur dann ein bisschen Zeit gebraucht, um es wirklich zu machen. Ich war viel in den Bergen immer, in den Ferien und im Urlaub. Und war mit Kumpels mal auf einer Hochtour. Und da habe ich eben dann einen Gleitschirmflieger gesehen, der dann vom 4000er eben runtergeflogen ist. Und da habe ich mir einfach gedacht, geil, das muss ich mal ausprobieren. Und dann hatte ich irgendwann mal durch das Fachpraktikum an der Uni im Bachelor mal ein bisschen das nötige Kleingeld. Und dann habe ich mir einfach mal die Ausbildung gegönnt, einen Schnupperkurs gemacht, die Ausbildung gemacht. Und das hat mich dann letztendlich so gefesselt, dass ich mich jetzt quasi so weit entwickelt habe.
Du hast ja dich entschieden, dann deine volle Aufmerksamkeit auch dann danach dem Wettbewerbsfliegen zu widmen. Was ist die Begeisterung hierfür bei dir? Ja, ganz ehrlich war das eher so ein schleichender Prozess. Ich habe 2016 im Herbst das erste Mal an so einem Border Race mitgemacht. Damals hieß es noch Borderline. Und mich hat das einfach fasziniert, was man an so nicht so guten Flugtagen einfach fliegerisch rausholen kann und vor allem, wozu der eigene Körper so imstande ist. Ich habe nicht wirklich trainiert, ich war schon sportlich, bin aktiv mehrere Jahre im Rennradverein gefahren, aber ich habe jetzt keinen 100-Kilometer-Marsch trainiert. Bin ab und zu laufen gegangen, aber die längste Laufdistanz war irgendwie 20 Kilometer. Und an dem Border Race bin ich 95 Kilometer zu Fuß gegangen und bin, glaube ich, meinen zweiten oder meinen dritten 100-Kilometer-Flug geflogen an so einem Tag, wo ich es eigentlich nicht gedacht hätte, dass das möglich ist. Und das hat mich irgendwie so geflasht, dass ich halt weiter Wettbewerbe gemacht habe. Und das hat mir Spaß gemacht, hat mir getaugt. Und dann waren die Ergebnisse aber konstant eigentlich so gut, dass mehrere Leute schon gesagt haben, ja, hey, jetzt bewerb dich mal bei Nixabs. Bei mir ist das dann relativ glücklich gelaufen, sage ich mal, weil ich habe mich dann für die Nixabs beworben. Und an dem Tag, wo ich in meinem Masterstudium die letzte Prüfung hatte, die Masterarbeit war dann schon in der Tasche, war die Bekanntgabe für Nixabs 2019. Und da war ich schon in Gesprächen mit eben Skywalk und anderen Gleitschirmherstellern und habe gesagt, das Berufsfeld wird mir auch taugen, quasi in der Gleitschirmbranche tätig zu werden. Und das war keine leichte Entscheidung, sage ich mal, alles so stehen und liegen lassen, die Heimat zu verlassen, in die Berge zu gehen, aber das habe ich genutzt und habe mich dann eigentlich voll committed. Und die Begeisterung ist eigentlich, gerade was so Hike-and-Fly-Rennen ausmachen oder Bivouac-Trips Neuseeland, man kann Dinge erleben, die den meisten Menschen irgendwie so vorenthalten sind. Also so mit der Gefühlslage, man fliegt in Gegenden, die so schwer erreichbar sind. Man wird oft im Positiven überrascht, dass der Tag sich viel besser entwickelt, wie eigentlich gedacht. Man fliegt weiter. Das passiert vor allem häufig bei so Hike-and-Fly-Geschichten wie bei Nixabs. Da kannst du so grob kalkulieren, naja, Best Case, ich komme 300 Kilometer weit in 10 Stunden. Worst Case, ich muss alles laufen. Und dann findest du immer so Lückenflüge, wo du eigentlich erstmal nicht denkst, dass das möglich ist. Und das hat einfach alles in allem irgendwie so einen Abenteuercharakter. Und das macht mir voll Spaß, nach wie vor. Und deswegen habe ich da weiterhin Bock auch, meine Zeit und Energie reinzustecken. Ja, mega. Also wir haben jetzt ja auch dann ein paar Eindrücke von den diesjährigen X-Alps und die schauen wir uns jetzt mal kurz in Ruhe an. 2, 1, go! Germany too. It's my home area, I have to be perfect. So Marcus, you seem pretty much on
fire at the moment in the air and on the ground. Yeah. I feel good. And flying as well, hey, hiking as well. Sauber. Vielleicht gibt's was zu essen. Oder duschen, jawohl. Hey, mega schöne Aufnahmen, die du uns da mitgebracht hast, Markus, und extreme Hochachtung von deiner Leistung. Und wir beide, du und ich und Kilian Hallweger, werden ja nächstes Jahr wieder zusammen die Luftikus Thermik Einsteiger und fortgeschrittenen Seminare betreuen. Und was sind außer den Seminaren deine nächsten Projekte? So, nächstes Jahr. Ja, bei den Seminaren bin ich auf jeden Fall gern wieder dabei. Projektplan steht eigentlich auch schon für 22 und grob auf 23. Ich meine, als grobes Ziel habe ich jetzt für mich wieder die X-Labs 23 gesetzt. Die Bewerbungsphase ist ja noch lang nicht und ausgesucht bin ich auch nicht, aber das ist einfach so ein Commitment, sage ich mal, was man bringen muss. Mal in dem, es ist ja mehr wie ein halbes Jahr, aber in den 7, 8, 9 Monaten Vorbereitung, da kommt so viel aufeinander, da musst du eigentlich vorher schon die Entscheidung treffen, hey, ich will mich bewerben und ich will das Vollgas machen, ich will dabei sein und ich commit mich. Deswegen habe ich dahingehend halt auch mehrere Projekte so als Vorbereitung dafür wieder ausgedacht. Ich werde jetzt kleinere Hike-and-Fly-Rennen auf jeden Fall machen. Dolomiti Superfly war ich jetzt seit der ersten Edition von Beginn an immer dabei. Da will ich definitiv auch wieder mitmachen. Das ist ein cooles Rennen. Und ich spiele jetzt gerade echt mit dem Gedanken, weil Ende Dezember die Bewerbungsfrist für X-Pure ist, dass ich mich für X-Pure noch bewerbe. Das wäre sicher eine coole Sache, weil da ist man sehr autark unterwegs. Man hat wenig Kontakt zu dem Supporter. Und da kann man einfach nochmal... bei den X-Hypes ist man sehr mit den Supportern konfrontiert und nicht so sehr selbstständig unterwegs. Und ich denke, da kann ich definitiv noch einiges lernen. Und Pyrenäen wollte ich sowieso schon immer mal hin zum Biwak fliegen. Und X-Pyr ist ja auch ganz geil. Und ein richtig cooles Projekt, ich hoffe, dass es möglich ist. Ich wollte schon länger mal ins Pamirgebirge für einen Biwak-Trip. Und der Biwak-Trip ist dann quasi auch schon so ein Spotting von dem Gebiet für mögliche Berge, die man so wie in dem Indien-Video so Fly-to-Climb-mäßig besteigen kann. Da gibt es relativ schöne und nicht sehr technische 6000er auch, 5-6000er. Und ist einfach eine... stelle ich es mir zumindest vor, auf Bildern und Videomaterial habe ich es gesehen, richtig geile Gegend, geile Landschaft, natürlich sehr entlegen, was auch Gefahren bringt, aber das ist dann einfach wieder so ein richtiges Abenteuer. Ja, du hast ja gerade angesprochen von Indien, was nachher uns noch erwartet, und im Oktober 2019 bist du ja zusammen mit Nico Mantos, einer unserer Top-Fluglehrer neben Carsten, zu einer ganz speziellen Abenteuerreise in Richtung Himalaya aufgebrochen, was natürlich auch die Verbindung zu unserer Nepal-Stiftung jetzt auch schafft. Und wie hast du die Menschen in diesem Land und auch die Armut dort wahrgenommen, Markus? Ja, also ich war in Indien und Indien ist ja sowieso ein bisschen speziell. Ich bin in Neu-Delhi gelandet und das ist einfach eine Stadt, die sieht wahrscheinlich nie die Sonne, weil da die ganze Zeit der Smogmantel drauf ist. Und da sieht man schon sehr viel Armut und Elend und die Slums hat man auf der Busfahrt gesehen. Im Bergdorf selber, weil ich wollte aus der Stadt einfach schnell raus Richtung Berge, da sind die Leute schon sehr cool und offen. Und was mir echt aufgefallen ist, ist, mit wie wenig die Leute teilweise glücklich sind. Aber sie haben auch extrem wenig. Und für die ist das einfach unvorstellbar, was wir jetzt, sage ich mal, als Standards haben mit Bildung, mit einer warmen Dusche, einfach dem Luxus.
Und ich war ja auch mal in Nepal 2018. Da war ich das erste Mal in Indien und dann in Nepal. Und ja, also ich finde das echt cool, was ihr da immer macht, dass ihr die Leute unterstützt, dass ihr da in Bildung mit investiert, dass ihr den Erlös jetzt von so einer Spendenaktion da zu 100% da investiert. Weil das ist einfach, also da muss man schon echt froh sein, wenn man in die Schule oder in die Schule gehen kann. Ich meine, wenn man als Touri hingeht, dann regt man sich ja auf, boah, es gibt kein warmes Wasser, aber dass man überhaupt eine Dusche hat oder ein Haus, wo man heizen kann, wo warm ist, dass man sich bilden kann. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, das ist auf jeden Fall die Grundintention, warum wir das gemacht haben. Also damals in Nepal unterwegs, ich war jetzt auch schon 6-mal in Nepal, immer wieder auch dabei als Fluglehrer, als Guide damals. Jetzt mittlerweile macht das ja der Christoph Weber, der Eugen und der Anselm Rau zusammen immer die Touren, wenn sie wieder stattfinden dürfen. Und es war schon immer bewegend, wenn man dann die Kids gesehen hat am Landeplatz. Und ich habe jetzt selber eine Tochter, so in dem Alter, wo dann die Kinder rumgerannt sind und versucht haben, die Schirme zusammenzulegen, Geld zu verdienen. Aber im Endeffekt war halt es dann immer ein Ungleichgewicht. Wenn du dann den Kindern Geld gibst, die kommen nach Hause, der Papa hat den ganzen Tag im Steinbruch gearbeitet, kannst dir vorstellen. Da ist natürlich dann, da hängt der Haussegen schief, wenn dann der kleine Mann mit dann einem halben Monatsgehalt nach Hause kommt, weil halt für uns 3-4 Euro, wo man den da gegeben hat, nach 2-mal landen, das war halt richtig viel Geld für die da unten. Und da haben wir dann irgendwann mal Gedanken gemacht über die Nachhaltigkeit und das Eugen hat dann entschieden sich, also mein Vater, dass er dann zusammen mit dem Christoph Weber und dem Basanta was in die Schulbildung investieren möchte und hat sich kleine Schulen ausgesucht, weil in Nepal sind die Schulen ja verstaatlicht. Und alle, die natürlich jetzt da unten dann sind, können sich das nicht leisten in den Bergdörfern. Und genau für die hat man dann diese Schulstiftung gegründet. Und die Kids, die haben eine Uniform, ist natürlich auch ein Wahnsinnsgefühl für die Kinder mit Uniform, jetzt wie die anderen Kinder, die Rich Peoples, da in die Schule zu können. Und da ging es eigentlich um die Grundbedürfnisse. Essen muss stehen, ein Köchin muss da sein, keine Chips tüten, dass ihnen die Rotze immer aus der Nase läuft, dass die einen Teppich wenigstens drin haben, Wasseraufbereitungsmaschinen und solche Zeugs. Und das läuft halt und mittlerweile sind es halt 80 Kids auf den verschiedenen Schulen und wir sind mega glücklich, dass du und alle anderen, letztes Jahr war der Kriegel da, da einfach auch mit dabei seid. Mega cool, cool für eure Unterstützung. Und natürlich für euch zu Hause. Wir hoffen natürlich, dass ihr da fleißig mit am Spenden seid und dass wir das wieder wie letztes Jahr wieder zu einem Erfolg bringen können. Ihr habt ja auch nette Preise zu gewinnen, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und wir zeigen euch jetzt den ganzen Vortrag mit von Indien, von Markus und von Nico mit atemberaubenden Bildern. Bevor es aber losgeht, möchte ich nochmals an die die Schulstiftung erinnern. Ihr findet alle wichtigen Daten wie Spendenkonto oder PayPal-Link in der YouTube-Beschreibung hier unten. So hier unten in der YouTube-Beschreibung oder auf unserer Webseite. Und jeder, der spendet, kommt automatisch in den Lostopf. Und mit tollen Preisen ist natürlich auch zu rechnen. Wir haben ihr habt alle die Chance auf einen Gleitschirm für einen Skywalk. Da auch nochmal herzlichen Dank an die Firma Skywalk. Wir haben einen Ariba 4 zum Verlosen in der Größe oder Farbe eurer Wahl. Dann ein Gurtzeug von der Marke Skywalk, das Core, eine Meduno-Reise mit Flugschule Luftikus, ein XC-Seminar mit Markus Anders, Kilian Hallweg und mir, Hike and Fly-Säcke von der Firma Skywalk mit Saleva zusammen, Saleva-Bekleidung, Rundflüge über die Schwäbische Alb. Und genau, und die Ziehung der Gewinner findet nicht jetzt heute statt, sondern die findet am Donnerstag, den 23.12. um 20.30 Uhr dann statt. Also ein Abend vor Heiligabend, kann man sich ganz gut merken. Und alle, die bis dahin gespendet haben oder auf PayPal dementsprechend Geld überwiesen haben, kommen in den Lostopf. Und die Gewinner werden wir dann am 23.12. dann um 20.30 Uhr bekannt geben und das Ganze läuft bis um 10 Uhr, also bis 10 Uhr, weil wir müssen ja auch noch das Ganze vorbereiten, die Losziehung, so bis um 10 Uhr am 23. könnt ihr dann spenden. Und auf der Webseite apropos, die Luftikus-Webseite ist auch bereits fertig und wird ab 2022 neu gelauncht. Kleiner Ausblick noch und jetzt wünschen wir euch aber viel, viel Spaß mit dem Vortrag am Flying Mentosa Peak. Thank you.
Pier ist ein kleines, chilliges Bergdorf in Nordindien. Das Fluggeschehen in Pier spielt sich in der Regel an der vordersten Bergkette ab. Und dann kann man natürlich auch ins Hinterland fliegen. Das Hinterland, Backside genannt, bei den Locals. Das wird dann doch recht schnell anspruchsvoll. Da hat es sehr hohe Bergflanken. Berge ragen schnell über 5.000, 6.000 Meter hoch. Man hat viele Gletscher. Die Täler sind relativ eng. Und das Ganze sorgt eben schnell mit starker Thermik für einen gefährlichen Mix. Aber sobald man natürlich in die Backside fliegt, ins Hinterland, muss man eigentlich immer sein Biwakzeug dabei haben und Essen für ein paar Tage. Weil wenn man da irgendwo außen landet, kann es schnell mal sein, dass man ein, zwei Tage zur nächsten Straße braucht. Der Markus. Heute Morgen sah die noch im Bus hierher. Und jetzt ballert es ja. Oh. Wow. Gerade hinten drin. Jetzt ist die Basis ziemlich runtergekommen. Waren auf 5.300. Es war mir dann doch ein bisschen zu hoch. Ich habe es gut gespürt am ersten Tag. Jetzt gehen wir was landen und was essen. Flughöhen sind natürlich im Himalaya ganz anders wie bei uns hier in den Alpen zum Beispiel. Man hat eigentlich in der Backside regelmäßig eine Wolkenbasis von 5.000 bis 6.000 Meter, was natürlich an die Substanz geht, vor allem wenn man nicht richtig akklimatisiert ist. Und wenn man dann auch noch höher landen will, dann sollte man sich auf jeden Fall Stück für Stück langsam auch am Berg akklimatisieren. Das heißt, wir wollen nicht nur hoch fliegen, sondern wir wollen auch immer höher landen jetzt. Und dann zu Fuß in die Höhe gehen sozusagen, dass wir uns besser akklimatisieren und dann nachher für die höheren Berge gut vorbereitet sind. Ja genau, wir haben letztendlich uns ein bisschen an die klassische Akklimatisierung beim Bergsteigen gehalten, weil es gibt wenig Erfahrungswerte, wie sich das Gleitschirmfliegen auf die Akklimatisation auswirkt. Ja, und der nächste Schritt ist eben jetzt, immer höhere Berge zu Fuß zu besteigen. Thank you.
ganz idyllisch aus hier, aber wir sind auf 3600 Meter. Da ist so ein kleines Schafi. Ja. Mäh. Wir sind jetzt unser Zelt aufbauen und dann werden wir da hochlatschen. So auf 4, 4, 2, 4, 3. Ja, wir sind jetzt hier am Bauern Peak eingelandet auf 3,6, 3,7 und haben direkt mal Gesellschaft gekriegt vom Jean Lachal. Hallo Jean. Hey, Jean. Mäh. Ich bin vorhin richtig geil geflogen, wieder fast 2 Stunden über 4,5 bis 5,000. Und heute Abend gehen wir danach ein Stückchen hoch auf ca. 4.200 bis 4.400, je nachdem. Wir es halt packen. Nachbarn, 100 Meter von uns entfernt. Und die haben hier schöne Knarre rumliegen. Sean verfolgt uns immer noch. Und wir gehen jetzt mal da hoch. Auf unserem Camp unten. 3650 haben wir unser Zeug gelassen und jetzt haben wir die erste größere Akklimatisationstour gemacht. Wir sind noch auf 4.2 hochgehiked, ganz schön anstrengend, aber mega geil. Also die ganzen Wolken lösen sich gerade auf und dann sieht man dann die ganzen hohen, geilen Berge. Fantastisch! Ja, nachdem wir am nächsten Tag dann wieder einen richtig schönen Flug machen konnten, hinten in die Backside rein, sind wir dann, als es angefangen hat zu regnen und zu schneien, auf ungefähr 3.500 Meter gelandet, direkt neben einer Schafsherde eigentlich. Also wenn man in der Backside auf irgendwen trifft, dann sind es meistens Hütten, die halt durch das Himalaya ziehen mit ihren Schafsherden. Die Kommunikation, die beschränkt sich dann doch sehr oft eigentlich nur auf Namaste und Körpersprache, oder Nico? Ja, so richtig konnten wir uns nicht mit dem unterhalten. Aber nachdem wir am Abend sein Camp gefunden haben und er uns am nächsten Morgen dann besuchen gekommen ist, wussten wir auch, dass die Waffe, die wir da gesehen haben, nicht für irgendwelche Räuber oder sonst was ist, sondern für wilde Tiere, zum Beispiel für Bären, die in der Region halt doch teilweise rumziehen, uns aber an dem Abend zum Glück verschont haben. Lucky, dass ich das schaffe. Jo. Kaneka. Maja, Kaneka. Wir haben einen mega geilen Tag heute vor uns. Die ganzen Wolken haben sich alle aufgelöst. Wir hatten eine klare Nacht. Es war gar nicht so kalt eigentlich. Und wir sind jetzt von unserem Nightcamp nochmal 100 Höhenmeter hochgelaufen, um eben hier schön über die Abrisskante rauszustarten. Da unten unser Startplatz, der Schäfer wird sein Schaffen. Und es hackt schon wieder geil! Woo!
Es ist 9.30 Uhr, 4700 Meter. Planmäßige Landung irgendwo machen muss, muss man höllisch aufpassen. Da kann fast jeder gute Pilot den Bialit davon singen. Weil die Landewiesen sind sehr rar und meistens sind kreuz und quer irgendwelche Kabel gespannt. Und da muss man einfach sehr bedacht fliegen und immer einen Plan B haben. Und in meinem Fall war das halt der Baum. What are you doing? Ich repariere mein Flugzeug. Ist dummerweise kaputt gemacht. Bei einer unsanften Außenlandung. Und tja. Jetzt muss ich das Ganze wieder fixen. Dann muss man es jetzt halt reparieren, gell? So. Wir haben heute einen Ruhetag eingelegt, sind mit dem einen Scooter ausgeliehen und sind mit dem hier zu den Hot Springs gefahren. Oh yeah. Stunden im warmen Wasser und haben uns ein bisschen entspannt. Morgen wollen wir nach Manali fliegen und uns da weiter akklimatisieren bis auf 6000 Meter in den nächsten Tagen und dann nochmal gut Pause machen und dann den letzten Teil unserer Expedition angehen. Wir hocken jetzt im Regen, über uns gewittert. Aber wir haben zum Glück hier so einen schönen Unterschlupf gefunden und sind nicht allein. Ja. Schauen wir mal, wie lange wir ausharren müssen. Ich hoffe nur, da kommen keine Spinnen. Ja, das Wetter ist leider ein bisschen bescheiden in Biert. Also wir hatten eine anhaltende Südwestströmung, die vom Indischen Ozean und vom indischen Flachland so feuchte Luftmassen ans Himalaya gebracht hatten. Und dann hat es eigentlich jeden Tag so ausgeschaut, dass geregnet, gekraupelt und noch gewittert hat. Um die trockeneren Luftmassen zu erreichen, versuchen wir jetzt nach Manali zu fliegen. Das ist ungefähr 80 Kilometer nördlich von Bia, tiefer im Himalaya drin. Und da sind die Luftmassen eigentlich stabiler im Herbst und wir hoffen, dass es da nicht so viel schneit und regnet und wir da länger und höher fliegen können. Ah ja, jetzt packen wir mal das Zeug. Morgen, dann geht's los. Eigentlich das Wichtigste ist uns hier, der Gleitschirm, Schlafsack, ein Protektorfaden. Hier der Frontcontainer für den Liegen, da kommt das ganze Kletterzeug rein. Schrauben, Spaltenbergungsset, ein paar Schlingen, ein paar Karabinen. Kletterkopf und Steigeis. Das ist auch gut zum Anziehen. Die hält eine Woche. Mit einmal umdrehen. Eine lange Unterhose. Hartschalthose zum Drüberziehen. Einmal dünne Handschuhe. Dicke Handschuhe zum Drüberziehen.
Fliegen haben wir mehrere Schichten. Schicht 1 Merino Fleece, Schicht 2 so eine Lederjacke, Michelin-München Daunenjacke und Hauptschall-Regenjacke. Ein Haufen Elektronik, Powerbank, Helm und Skibrille, E-Pack, Ingwer und hier ist noch ein bisschen Höhenmedizin drin. Ein Repair-Kit, Kulturbeutel mit Seinverstellen. Ein bisschen was zum Trinken, wir nehmen 4,5 Liter. Stöcke und ein Bicke. Viel Essen. Und eine Hakenhose. Oh, Stufe 3 ist eigentlich Stufe 4. Oh! Stufe 3 ist zu viel. Scheiße. Ja, wir sind jetzt das erste Mal mit voller Expeditionsausrüstung unterwegs. Wir haben Essen für eine Woche dabei und Klamotten, mit denen wir auch bis auf 6000 Meter hochgehen können. Und alles zusammen wiegt jetzt ungefähr 30 bis 35 Kilo. Und das macht sich natürlich nicht nur beim Hochtragen bemerkbar, sondern auch das Starten und Landen. Vor allem in größeren Höhen, wo man schon schneller ist, wird deutlich anspruchsvoller und verzeiht eigentlich keine Fehler mehr. Das heißt, mit dem zusätzlichen Gewicht, das wir jetzt mit uns tragen, müssen wir echt aufpassen und uns gut überlegen, was wir machen und wo wir landen. Der erste Tag, an dem wir nach Manali fliegen. Die Basis ist super niedrig und es ist bockstabil. Wir haben jetzt gerade den Sprung hier ins Hinterland gemacht und jetzt wird es richtig tricky. Wenn wir hier jetzt keinen Anschluss finden, dann heißt es erstmal laufen und zwar 2000 Höhenmeter mit 30 Kilo. Tricky Flight war das, richtig tricky. Erst mega die tiefe Basis in Bier, ist ganz tief in die Backside reingeflogen. Und dann haben wir es über den Pass nach Manali geschafft. Jo! Und jetzt sind wir da ein bisschen westlich vom Rotang Pass eingelandet. Da müssen wir hoch. We'll be right back.
den ersten richtigen Gipfel bestiegen. 5100 Meter, hat keinen Namen. Und jetzt sind wir gerade hier gestartet. Die nächsten Tage wollen wir hier noch ein paar Gipfel besteigen, um uns bis auf 6000 Meter zu akklimatisieren. Und dann ein gutes Wetterfenster abwarten für den Ventosa Peak. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Also da steht man am Startplatz, die Basis ist auf Startplatzhöhe, das ist super zäh und stabil. Man hat sich eigentlich vorgenommen, 100 Kilometer weiter in die hohen Berge reinzufliegen. Und man zweifelt schon ein bisschen an seinem Plan. Und dann probiert man es halt einfach. Und dann sind wir super tief in die Backside gestochen, haben eigentlich nicht geglaubt, dass wir da hochkommen, haben es aber trotzdem geschafft. Und am Ende vom Tag stehst du nach 4-5 Stunden 100 Kilometer weiter auf einem 5000er. Der erste 5000er von uns, beide, ne? Zusammen sogar. Und fliegst bei genialer Stimmung zum nächsten Biwak-Spot wieder runter. Das war einfach, das ist perfekt gelaufen. Das war der Hammer. So müsste jeder Tag laufen. Schlafsack. Da ist das ganze Kletterzeug drin. Kletterzeug drin, Glas, Kocher, Seil. Seil kommt noch rein. Becker. Ausgesucht, mussten aber tiefer einlanden, beziehungsweise ich bin als erstes eingelandet und der Nico hat dann noch ein paar Erkundungsflüge gemacht und hat mir eben signalisiert, dass der Aufstieg von weiter unten viel zu riskant ist, weil da einfach riesige Gletscherspalten waren. Das Ganze hat ein Labyrinth aus Spalten geglichen. Das ist scheiße! Ja, hier hat sie überall Spalten!
Hey Markus. Holy shit. Wir sind an einem richtig chilligen Platz angelandet. Richtig nice. Hagelt und graupelt uns an. Und dann gehen wir hier in das Flussbett rein. Und wir haben hier so schöne Spuren entdeckt. Alles voll. Hier sieht man richtig schön die Krallen. Fuck. Gehen wir morgen hoch. Nachdem der eine Berg dann keine Option mehr war, haben wir gesagt, wir fliegen einfach mal weiter auf der anderen Talseite. Es sahen die Bedingungen noch besser aus. Die Basis noch ein bisschen höher, da wir sind dann darüber geflogen. Und als es da auch angefangen hat zu hageln oder zu regnen, haben wir uns dann eigentlich relativ kurzfristig für den bestmöglichen Landeplatz entschieden. Und der hat sich dann im Nachhinein auch als perfekter Ausgangspunkt für den nächsten Gipfel angeboten. Zusammen. Wir sind hier auf dem Berg, ohne Namen mal wieder. 4,9. Mega nice. Die letzten 200 Höhenmeter durch hüfttiefen Schnee gewartet. Richtig, richtig anstrengend. Aber die Aussicht hier belohnt alles. Schön warm in der Sonne. Mega nice. Mega, mega nice. So müsste es immer sein. Von da oben kommen wir. Fast 4,9. Erst Nordwestgrad, dann Südgrad. Nice Tour! Und da ist unser Camp und unser Gleitschirm und da gibt's Frühstück und nebendran ist ein perfekter Startplatz. Was will man mehr? Wir haben dann oben ein bisschen rumgeschaut und da gibt's ein bisschen weiter weg in einem anderen Tal, dem Constellation Peak, und da haben wir Expeditionszelte gesehen. Und da haben wir uns eigentlich dann gedacht, das ist, ich weiß nicht, da gehst eine Woche oder zwei Wochen auf Expedition, um so ein 5000er zu besteigen oder 6000er, und bist in dem Basecamp und gehst hoch und akklimatisierst dich und bist die ganze Zeit an dem einen Berg. Und wir sind an dem einen Tag an dem einen Berg, dann fliegen wir zu dem anderen, gehen da hoch, und die Kombination Gleitschirmfliegen und Expeditionsbergsteigen, die hat einfach so viel Potenzial und bietet so viele Möglichkeiten. So, back in the air. Woo!
Perfekt. Aber die Basis hinten drin scheint noch echt recht hoch zu sein. Wir wollen einmal da hinten reinfliegen und dann nach Manali zum Essen holen, weil wir haben nichts mehr zu essen. Da wir eben wenig Essen dabei hatten, um eben jetzt weiterzumachen, haben wir gesagt, wir fliegen jetzt nach Manali runter und schlafen nach den zwei Gipfeln nochmal tief zum Regenerieren und füllen nochmal das Essen auf, das Gas auf und greifen dann quasi den Mentosa Peak an. Action! Wir waren jetzt in Manali einkaufen. Unser Hauptnahrungsmittel stellt Couscous dar, 2 Kilo, mit verschiedenen Soßen und Suppen. Der Couscous ist aber auch nicht nur Abendessen, sondern auch Frühstück. Da haben wir so einen Mix mit Couscous oder Reis und verschiedenen Nüssen, also Mandeln, Cashews. Sultaninen haben wir noch, kann man aufkochen, ist ziemlich lecker. Dann hat man natürlich auch noch ein paar Snacks zwischendurch, viele Riegel. Und dann hat man guten Taj Mahal-Tee. Und als Schmankerl obendrauf gibt es dann hier noch Popcorn. Geplant, dass wir 5 bis 7 Tage für unser Projekt brauchen. Das sind dann 1500 bis 2000 Kalorien am Tag, also recht wenig. Aber es ist viel Essen und wir haben wenig Platz. Und mehr können wir einfach nicht mitnehmen. Was machst du da, Nico? Macht's dir eigentlich Spaß? Ja, richtig Spaß. Gewichtsoptimieren. Rucksacks abschnippeln. Plan ein bisschen geändert.
Wir brauchen gerade länger als gedacht hier den Berg hoch. Die Sonne kommt schon ziemlich weit runter. Außerdem bauen sich da gerade zwei fette Gewitter auf. Genau da, wo wir eigentlich hinfliegen wollten. Das heißt, wir werden erstmal die Nacht heute hier verbringen und dann den gleichen Plan eigentlich durchsetzen, aber morgen. Eigentlich heute gehofft, dass wir eine Ridge weiter hinterkommen, bloß 25 Kilometer. Und vielleicht auf 5000 einlanden können, um nochmal zum Akklimatisieren auf einen höheren Berg hochzugehen. 5,5, Sri Lata. Aber so wie das jetzt momentan schon aussieht und wir haben 9 Uhr morgens, ist es erstmal noch ein weit entferntes Ziel. Das Wetter ist einfach kacke. Wir sitzen hier und müssen es abwarten. Zum Glück haben wir genug Essen dabei. Ja, hilft alles nichts. Wir müssen einfach warten. Aber die Südwestströmung ist immer noch relativ stark und dominant in der Großwetterlage. Und die feuchtlabilen Luftmassen, die erreichen eben leider auch die Gegend um Manali. Und das Wetter, das war einfach, wir haben ganz tags Niederschläge gehabt, immer mal wieder kurze Sonnenfenster und dann hat es gleich wieder angefangen zu schneien und zu hageln. Und wir sind dann letztendlich 2 Tage da oben im Zelt gehockt und haben nichts anderes machen können, als das Wetter auszusetzen. Jetzt ein Wetterfenster. Heute, Sonntag, Montag, Dienstag sieht es gut aus. Leider kommt am Mittwoch, irgendwann Donnerstag, wieder schlechtes Wetter mit viel Niederschlag. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen ein Problem, weil es in der Höhe so ein 30er, 40er Westwind hat. Und da, wo wir einlanden wollten, am Mentosa Peak, das ist ein Nordostgrat. Bei West-Südwestwind ist das halt einfach Vollgas im Lee. Das heißt, wir könnten da wahrscheinlich schon landen. Aber wir werden recht sicher nicht mehr wegkommen. Wir müssen dann absteigen und dann ist das Wetter fest. Durchgefunkt, dass er Richtung Kelong weitergeflogen ist.
Und in Keelong ist eine Militärbasis, wo man nicht fliegen darf. Und ich glaube, der ist auf der gelandet. Das heißt, ich hoffe mal, dass die den jetzt nicht einsperren. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ich bin jetzt hier irgendwo zwischen Keelong und dem Rotang Pass gelandet. Da drüben ist direkt eine Militärbasis. Ich hoffe, ich krieg keinen Ärger. Für mich ist der Trip hier zu Ende. Das ist einfach, das macht keinen Sinn. In der Luftgrad hat es 40, 50, vielleicht noch mehr Wind. Teilweise konntest du nicht mehr entscheiden, wo du hinfliegen willst. Und das in dem Gelände, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das ist mir zu gefährlich. Und dann bei solchen Bedingungen noch irgendwo oben zu landen, dann, da hört es auf. Das macht einfach keinen Sinn, das lohnt sich nicht. Ja, die Bedingungen oben sind dann auch meiner Meinung nach schlechter geworden. Es hatte auch in den oberen Schichten mehr Wind und ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt dann. Es sah nicht so aus, als ob wir zu unserem geplanten Ziel, dem Mentosa Peak, hinkommen. Oder wir konnten da landen, aber wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich nicht mehr starten. Und ich habe es nicht für eine gute Idee gehalten, in den Bedingungen einen neuen Plan zu machen und spontan irgendwas zu probieren, sondern mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, dass es jetzt Zeit ist, einen Gang zurückzuschalten und einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil wir da doch in einem Gelände unterwegs sind, wo das Risiko, dass was passiert, hoch ist und die Chance, dass mal gerettet wird, rechtzeitig relativ schlecht ist. Macht eh schon so viele Sachen, die eigentlich ziemlich gefährlich sind, und wenn man dann dabei noch ein schlechtes Gefühl hat, sollte man auch einfach irgendwann sagen können, so, jetzt ist genug, jetzt schalten wir einen Gang zurück und probieren es halt beim nächsten Mal vielleicht nochmal. Wir haben uns dann abends am Rotang Pass getroffen, da haben wir noch einen Biwak gemacht, weil es doch recht spät geworden ist, und haben uns am nächsten Tag dafür entschieden, dann einfach gemeinsam zurück nach Bier zu fliegen und das Projekt zu beenden. Und haben dann einfach, sagen wir mal, so ein bisschen das Bier-Feeling genossen. Ja, wir waren jetzt zwar nicht auf dem Mentosa Peak, aber ich sehe die Expedition und das Projekt doch eher als erfolgreich, weil im Prinzip zeigt das Ganze eine neue Herangehensweise an das Expeditionsbergsteigen auf. Und das hat eigentlich echt gut funktioniert. Also wir haben echt eine coole Zeit gehabt, wir haben schöne Berge bestiegen und das einfach ohne großen Aufwand. Also ich bin gespannt, was wir oder auch die anderen da in den nächsten Jahren machen werden. Das Potenzial ist auf jeden Fall riesig. Und mit bisschen Glück und bisschen Verstand kommt man da zu ganz coolen Ergebnissen, glaube ich.
vielen Dank, Markus und Nico, für die mega schönen Bilder zu uns nach Hause in der Vorweihnachtszeit ins Wohnzimmer. Und wie man bei euch gesehen hat, kann der Weg bei einem Projekt manchmal erfüllender sein als das Erreichen des Ziels selber. Und das Luftikus Nepal Schulprojekt befindet sich dank eurer Unterstützung zu Hause, dank eurer Spenden und trotz Corona immer noch auf einem langen, steinigen Weg in Richtung Gipfel. Und alle, die mitgespendet haben oder noch spenden, sagen wir vielen Dank von Luftikus und im Namen der Kinder aus Nepal Namaste und schöne Weihnachten. Ja, auch von mir, toi 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 bei der Verlosung. Schöne Feiertage und man sieht sich bestimmt in der neuen Saison. Macht's gut, nach Hause an die Bildschirme. Danke, dass ihr dabei wart. Schönen Abend noch. Ciao. Kinder, liebe Lehrer, vielen Dank für den herzlichen Empfang hier an der Schule in Gatschuk. Wir freuen uns, dass wir euch auch im nächsten Jahr finanziell unterstützen können. In den letzten Jahren ist es hier an der Schule durch unsere Zusammenarbeit ja vieles verbessert und erneuert worden, sodass die Kinder gerne zur Schule kommen und lesen und schreiben lernen. Besonderen Dank an die Köchin, die jeden Tag für die Kinder warmes Mittagessen zubereitet. Und herzlichen Dank an Basanta Davadi, der durch sein Mitwirken uns eine große Hilfe ist. So wünschen wir euch für das nächste Jahr frohes Lernen und alles Gute. Danja Bad. Namaste.